Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der Hearthstone Community Liga. Dieses Mal mit einem Match zwischen Junior mit 11, auch bekannt als Moritz, und Crispy, die hier am dritten Spieltag ihr Match austragen. Offenbar lustigen Basiskarten. Krieger gegen Krieger. Das ist ja leicht skurril. Ja, beide haben schon 10 Punkte. Crispy noch mit einer reinen Weste. Der andere mit der reinen Weste hat am dritten Spieltag gepatzt, nämlich Bayerwald. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht hier auch passiert. Vielleicht, also die kennen sich ja, vielleicht haben die das irgendwie ausgemacht oder so, dass die Decks nur Basiskarten. Ist trotzdem so ein bisschen seltsam so. Also ich meine, weil die haben ja sonst andere Decks gespielt, auch durchaus, ich sag jetzt mal, konkurrenzfähigere Decks als nur Basiskarten. Boah. Halt irgendwie so Absprachen ist ja schon was generell so ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Von daher, da so Absprachen zu machen, ja, wir spielen, aber wir spielen nur mit Basisdecks, das ist auch so ein bisschen. Naja, wir schauen mal, was passiert. Da kann es jetzt auch gar nicht viel zu sagen, ne? Man hat halt hier lustige Basiskarten. Ja. Und lustiger Anzeigefehler, bei mir ist der Ogre, der den Moritz gerade gezogen hat, kostet bei mir 0 Mana, was ein bisschen das, lustig wäre. Ja, das ist alles mal, dass da 0 Mana Karten rauskommen, weil... Und ich meine, nach dem Tavern Brawl diese Woche, ist man es ja auch nicht ganz gewohnt, dass das immer total stimmt, falsch ja. ist. Ein Execute für einen 2-3er. Ja, da würde sich gleich wünschen, er hätte das aufgehoben für die großen Viecher, die jetzt kommen. Ich mute mal der Ogre. Ja, Ogre, Lord of the Arena. Der unsichtbare Ogre. hat gerade eine Karte mit dem Rücken gespielt und auf dem Board ist nichts. Okay. Sehr gut. Ah, da kommt noch ein Execute auf die Hand. Ja, und es sind tatsächlich nicht mal Kanns oder so, ne? Es sind nur Basiskarten. No. Das heißt, wahrscheinlich sind dann auch so im Großen und Ganzen dieselben Karten in beiden Decks. Ja, aber wenn das schon diese Woche stattfindet, dann nicht gleich mit irgendwie random stattfinden lassen können oder sowas? Dann hätte es ja wenigstens noch einen unterhaltsamen Wert gehabt. So na, ich fände es ganz cool, wenn Crispy dann auch mit so einem Deck gegen mich spielt, wenn ich dran bin. Also, mit mir nichts ausmachen, du. So, damit ist Crispy nur noch bei 4 HP. 4? Achso, ja, dann ist mein Spiel irgendwie out of sync oder sowas. Ich geh mal raus. Aber mir ging es irgendwie nicht mehr weiter. Ja, und das hat er dann somit auch, noch nicht ganz gewonnen. Wobei doch, er hat ja noch hier die Fiery War Ex, Junior Elf, von daher. Achso, er hat den Ogre einfach ignoriert, na gut. Das kann man mal machen. So, damit steht's 1-0. Für Junior, ja, damit ist auch Crispys weise Weste dahin. Und Krieger ist dann mal raus bei Junior 11. Geht gleich weiter mit Fanatin gegen Krieger. Ich habe nicht mal einen Lade, ich noch warten dazwischen gesagt. Sehr gut. Vielleicht ist da irgendwie das Discord, weiß nicht. So, Paladin gegen Krieger. Das ist halt so Basiskarten, da hast du ja nicht mal gute irgendwie Kartenzieher oder so, ne? Das ist Hammer of Wrath. Ich habe jetzt hier auch eine unsichtbare Karte, die wurde jetzt sichtbar. Stone Tusk Boar. Der gefährliche. Jetzt geht das los. So, jetzt Eber rein und den Rifleman, oder? Ja, klingt nach einem guten Zug.
Also in einem Zug, bei dem Eber auffällt, dass immer ein Rifleman in der Hand hat. Das nicht so oft vorkommt. Also ich hätte vielleicht eher Razor Fan Hunter gespielt, weil das ein bisschen maneffizienter gewesen wäre. Und es wäre auch irgendwie, es hätte zumindest den 2-2er beansprucht. Kann natürlich passieren können, dass er irgendwie dann in den 1-1 geht und dann irgendwie einen sehr blöden Trade rauskriegt und so, aber... Oder Buffs hätten auch kommen können, das wäre natürlich gleich ein Problem gewesen, aber... Ich habe lieber einen Buffs auf ein 2-2 als auf Storm und Knight oder was auch immer noch kommt. Ja, wenn man so die Version so spielt, sind es ja auch durchaus voraussehbare Konstellationen, die da auftreten können. Ne? Ja, weil man weiß relativ gut, was an großen Bedrohungen kommt. Vor allem halt Ogre und Lord of the Arena. Meine absolute persönliche Lieblingskarte. Lord of the Arena? Nee. Außer immer. Nee. Ich hab schon, ich sag das, weil ich hab schon vielen Leuten, die noch nicht so viel Hearthstone gespielt hatten, damals immer versucht, Lord of the Arena auszutreiben. Deswegen, das meine ich mit Lieblingskarte. Ich habe immer sehr viel Spaß dabei gehabt, Leuten zu sagen, was das für eine bescheuerte Karte ist. Und die bitte rausnehmen sollen. Ja. Ja, ich habe mich aber auch schon erwischt, dass ich die auch in der Arena erstmal gepickt habe. Einfach, weil es auch ein Traum ist, ne? Aber Arena ist auch noch mal was anderes, so ein bisschen. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch einen Kartenzieher. Der Gnomisch Inventor. Ja, dann hat er noch den Hammer. Also ich weiß nicht, wieso nicht einen Hammer auf den Berserker gespielt hat. Ja, ich auch. Aber irgendwie ist das so, das bietet das quasi den Gurubaki-Trade an. Hier nochmal Warzone Commander, vielleicht eine der letzten Aufnahmen, wo wir ihn sehen werden. Oh nein, die letzte Möglichkeit. Die letzte Möglichkeit, Warzone Commander nochmal in Action zu sehen zwischen den beiden. Ja. Sind auch beide davon betroffen. Ich glaube, die haben beide vorher Patreon gespielt, wobei bei Crispy bin ich mir sicher, ob das nicht Patreon oder Control war. Schade, hätten sie noch mal einmal Chance gehabt, das epische Patreon gegen Patreon stattfinden zu lassen. Aus dem Grund finde ich das schade, weil das hätte die Historie hätte das nochmal interessiert. Ja. Wann wird das denn geändert? Genau, am Mittwoch oder was? Ich denke, von jetzt uns aus gesehen, nächste Woche, von dem, wenn ihr das Video schaut, im Laufe der Woche. War es natürlich ein super Zug. Warsong und dann Dragonling Mechanic. Ja. Ist das mal schön, dass das zwei Viecher mit zwei Angriffen. Ja, damit wird hier ausgeglichen. Damit wird hier ausgeglichen, dann steht es 1-1 und hier ist jetzt auch der Krieger raus. Ja. Damit haben wir bei Crispy noch Paladin und Jäger und bei Junior Elf noch Paladin und Hexenmeister. Ich wüsste gar nicht, bei wem ich da den Vorteil bei den Basisdeck sehe, weil ich habe irgendwie das vor allem das Paladin Basisdeck habe ich irgendwie in sehr schlechter Erinnerung. Ja. Schauen wir mal. Bin mir auch nicht sicher, was alles im Hexenmeister Basisdeck drin ist. Von daher. Und Jäger sieht das gerade mal so schlecht aus. Oh, hier Lights Justice. Oh Gott. Master for Battle for Armor, ne? Ja, aber gegen Eber ist das super. Ist das halt ist doch super Karte. Da kannst du nichts sagen. Und dann kann er gleich mit den restlichen drei Ladungen kann er dreimal auf River Crocolis drauf und dann ist River Crocolis tot. Ist dann so Basisdings da auf hier True Silver? Könnte ja auch, ist dann auch drin, oder nicht? Nee. Das ist glaube ich eine Klassenkarte. Ich weiß nicht, ob die im Basisdings mit dabei ist. Ich glaube, die kommt später erst dazu. Aber lass uns überraschen. Oh, Silverback. Silverback. Da muss jetzt halt. Das war doch nichts mit dreimal in den Krokolis rein. Aber dafür kann er jetzt Ironforge Rifleman und dann. Oder Blessing of Midas, glaube ich, tatsächlich. Kann er nämlich nochmal ins Gesicht hauen. Ja.
Könnte man mal aus Spaß eine Challenge draus machen? Wie hoch, wer schafft es am höchsten der Ladder mit den Basis-Decks? Ach Gott. Weiß nicht, ob du es, egal wie gut du bist, ob du damit viel weiter als Rang 10, 15 schaffst. Wenn überhaupt. Ich meine, man kann mit relativ mit. Also ich würde schon sagen, man kann mit relativ wenig Geld beziehungsweise das auch waren schon gute Decks zusammenbauen. Aber dass man da irgendwie weiter als Rang 15 kommt, das bezweifle ich doch ernsthaft. Ja, und offenbar bekommt der Warzone Commander genau die Fähigkeit von dem Raid Leader plus nur für Charge Minions. Charge Minions. Von und ein HP mehr, das ja, muss man schon mal neidlos eingestehen. Von daher wird es von einer Mega-Karte zu einer super Scheiß-Karte eigentlich. Also, oh, guck mal. Was siehst du hier? Raid Leader wird in einem kompetitiven Umfeld gespielt hier bei so einer Liga. Das ist doch, also, das ist doch keine schlechte Karte anscheinend. Ja. Nee, aber also, dass sie die so abwerten, finde ich schon ein bisschen krass. Man hätte ja auch sicherlich andere. Man hätte ja auch einfach einen vielleicht von Mana-Kosten teurer hier machen, von Mana-Kosten eher teurer machen können oder sowas, weißt du? Ja, ich glaube, das wurde in dem Video, ich weiß nicht, ob du auch das Erklärungsvideo gesehen hast von einem der Entwickler. Da ging dann noch so ein bisschen drauf ein, warum das alles so gemacht wurde. Und anscheinend war irgendwie so ein bisschen das Problem, dass Warzone Commander immer noch da waren und damit halt immer noch eine Möglichkeit da war, Minions mit weniger als 3 Angriff Charge zu geben. Und anscheinend wollten die das für die Zukunft raus haben. Vielleicht haben sie da noch irgendwas vor, vielleicht haben sie generell mit dem Krieger irgendwas vor, aber. Es klang so ein bisschen danach, als ob denen das im Weg steht, um mal neue interessante Kriegersachen einzubauen. Ich meine, man kann natürlich auch immer viel sagen. Es ist jetzt natürlich, den Kritikpunkt könnte man natürlich auch jetzt gleich bringen. Ich meine, er muss natürlich viel erzählen jetzt, um das einigermaßen zu verkaufen, aber. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ja, ich meine, zum Beispiel hier den Geier und die Hunde haben sie dann auch einfach teurer gemacht, ne? Also von daher kann das tatsächlich sein, dass da was kommt noch. So, wollen wir uns mal aufs Spiel kommen? So, Chris, wir gehen langsam die Karten aus, aber er hat noch einen Kohort auf dem Feld, bei dem Junior-Elf nicht so richtig irgendwas dagegen hat. Er hat noch 6 Heal auf der Hand. Er muss auch fast spielen, sonst ist er möglicherweise tot. Multishot. Ja, greift man eigentlich ja, erst an. Dann das endgültig. Naja, da erst mit dem Silverback den 1-1er Ebert traden, also reinhauen können und dann. Was? Du Minions angreifen als Jäger? Was hast du denn vor? Face is ja, okay. Ja, aber trotzdem, mit Multishot wäre das sicherlich die bessere Variante gewesen, weil der war ja 4-2 in dem Schiff wieder weg. Aber so wie es aussieht, das ist. Na doch, naja, nee, bringt nichts mehr. Er hätte noch den Stormy Champion zusätzlich legen müssen können. Und das geht nicht. Also ist das das 2-1 für Crispy. Oh. Hat eindeutig vom Schaden her noch gereicht. So. Ja. Und steht 2-1 und hier ist der Jäger auch raus, damit hat er nur noch den Paladin. So, Paladin gegen Hexer. Bin ich ja mal gespannt, was beim Hexenmeister für Basisgarten sind. Bisher haben Paladin in aus dieser Auseinandersetzung jedes Spiel verloren. Was, Schauen, ob das jetzt Hexenmeister wird. Ansonsten muss das. Nee, Paladin, er hat jetzt. Juno Elf hat er jetzt zweimal mit Paladin verloren. Bis jetzt, ja, Paladin. Wenn das jetzt dabei bleibt, dann läuft es dann auf das epische Paladin gegen
gegen Paladin hinaus, wo dann einer gewinnen muss, leider. Weil bei den Bars-Karten gibt es die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass es um ihn ausgeht. Nicht wirklich. Ne? Jetzt keine Bomben, nee. Hellfire und sowas gibt es dann auch nicht. Oh, Hellfire gibt's. Paladin gegen Paladin. Wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte tatsächlich die Münze und den Ironforge benutzt, aber na gut. Um den Wandler dort loszuwerden, ja. So, normal müsstest du jetzt hier als Hexer ordentlich Karten ziehen, oder? Dann kriegst du, glaube ich, mit den Basiskarten schon ordentlich einen Vorteil hier zusammen. Hier ist ja auch Ultra-Heiler drin wie den Voodoo-Doktor, da ist das gar kein Problem, dass du da mal auch ordentlich Karten ziehst, weil du kannst dich ja brutal wieder hochheilen. Ja, dafür wirfst du halt aber auch zusätzliche Karten ab, weil da noch so Superkarten wie Succubus und so drin sind. Ja. Leider kann man da keine Fist of Traxxas benutzen. Oh Mann, was tief die Karte fehlt im Basisdeck auch immer. Bayerwald hat ja die Strategie verfolgt, ne? Ging dann ein bisschen nach hinten los im letzten Spiel, aber war auch sehr knapp. Bin mal gespannt, ob wir die noch weiterhin sehen, die Fist of Traxxas. Oh, War Golem, den haben wir ja ganz vergessen. Dr. Boom für Arme. Dr. Genau. Boom für Arme. Erstmal AOE benutzt. Consecration ist dann auch nicht, ne? Oder haben wir die? Nee. Aber Light's Justice. Aber Light's Justice. Ich meine, er hat jetzt drei Ladungen übrig für dreimal Succubus. Das wäre doch jetzt was. Hat nur 12 Damage, aber das ist kein Problem. Ja, er muss ja nur eine Ladung einsetzen und kann dann mit Stormpike Succubus anbringen. Von daher. Und wir natürlich auch noch den Ultra Heal Darkscale Healer vergessen. Der dann natürlich auch noch Leben herstellt beim Hexenmeister. Und jetzt könnte. Noch mehr Leben herstellen mit Drain Life, ja. Yeah. Mein mühsam ernährt sich das Eichhörnchen in der kleinen Stelle. Immer 2 HP wieder zurück. Und Crispy hat langsam ein Problem. Er hat keine Antwort auf Zug 7 Dr. Boom für Arme. Muss er nächste Runde schon als blöd. Stormy Champion die letzte Waffenladung reindonnern. Ja, ich würde die Stormpike Kommando nutzen, stimmt, dafür tatsächlich. Und er kann Wolfrider mit der Waffe wieder umbringen, aber er hat halt langsam ein HP-Problem. Na gut, jetzt noch den Eber, weißt du, der Eber, den haben wir ja auch noch. Ja, aber er braucht irgendwie auch Minions auf dem Board. So, jetzt kann er langsam. Und so viel direkten Schaden hat der Hexenmeister ja jetzt auch nicht, weil ich glaube, Soulfire ist auch noch nicht im Basiskartendeck dabei. Spielt man da jetzt ein Shadow Bolt auf Stormpipe Kommando? Ja, ne? Weil der hat eindeutig 5 HP, da musst du das schon mal machen. Oh, noch ein Drain Life. Und gleich kommen wir nächste Runde dazu, dass Succubus gespielt wird, ohne eine Karte abwerfen zu müssen. Jetzt wird hier hart geheilt, ne? Und wird jetzt der Ogre weggekloppt? Ja. Ins Gesicht. Also ich würde mir auch fast überlegen, mal ins Gesicht zu gehen. Nee, das ist, macht nicht so viel Sinn, weil der ja die Ultra Heals hat, der Hexer. Das ist. Ja, aber dafür stirbt er schneller am Fatigue, ne? Also. Schon 4 Karten mehr gezogen. 5. Oh Yeti, das ist ja mal eine gute Karte in dem Deck. Oh. Well Damage reicht leider noch nicht, um den Champion da loszuwerden. Ja, er kann ja noch einziehen. Oh, dann würde ich jetzt sogar den Yeti angreifen auf den 2-2er und dann den Heiler legen. Das klingt echt brutal gut.
Oh. Ach, der ist aber 2-2. Das ist ja schon fast, das ist fast übertrieben. 2-2 Charge für ein Mana. Also, der wäre in jedem Facehunter zu sehen. Dafür kann er jetzt mit Shadow Bolt den Stormwind Champion ausschalten. Und hat jetzt auch Hardboard, würde ich sagen. Also. Weiß nicht, wieso in dem Hexmeister-Basis-Deck so viel Spell-Damage drin ist. Wenn es wieder Soulfire gibt, es gibt halt und, Shadow Bolt. Und hier, das wurde 2 Leben wieder. Und Hellfire. Und genau, und es wurde 2 HP wieder geheilt, Chris. Achso, Drainlife, so, ja. Und gut, Entschuldigung. Das muss doch unbedingt zu einem mach 4 Schaden und heil dich 4 machen. Und ist das mal nützlich. Nee, aber Heilung wird dann nicht angesprochen vom Spell Damage. Die hat. Achso, aber der Schaden wird erhöht, aber die Heilung wird genau, nicht auch. Weil es ja kein Schaden ist, oder? Nein. So, jetzt kommen wir zum epischen Paladin gegen Paladin. Haben wir bisher immer verloren. Wer verliert jetzt? Tatsächlich Light Justice gar nicht so schlecht, um die Rekruten immer wegzuhauen mit diesen 4 Ladungen, weißt du? Und Gold Shy Footman ist auch super, weil es auch Rekruten genau weghaut. Problem ist nur, wenn die Gegner den auch hat. Light Justice. Damit kann man auch Eber weghauen. Oh, hätte er mal lieber Goldschalter gespielt. Das ja. Würde sich gleich ärgern. So, Mist, ich hätte jetzt Goldschalter spielen müssen. Oh, und ihr wird auch gecoint direkt. Ja, das musst du schnell Board aufbauen mit deinem Light Justice und Goldschalter Footmans. Und noch ein Stunter. So eine Folge hätte eigentlich zu Fasnacht gepasst oder sowas. Weißt du, irgendwie zu Karneval hätte man eigentlich so eine Folge aufnehmen müssen. Ja. Ja, da kannst du jetzt halt gut mit dem Rifleman. Und ab ins Gesicht. Oh, nee, nicht schon mal ins Gesicht. Kannst du schön hart das Board sauber machen. Jetzt hat er ein Problem. Raid Leader will er nicht spielen, weil er vom Rifleman potenziell stirbt. Okay. Ja, aber du kannst ja auch den Gegner nicht einfach jetzt unbehelligt hier Board aufbauen lassen. Von daher hat er den Raid Leader halt leben müssen. Also das ist. Aber man hätte immer noch Rekruten spielen können. Die haben auch schon. Hat er hätte er wahrscheinlich versucht, den Rekruten wegzumachen, hätte er mit der Waffe traden können. Jetzt weifen sie beide ihre Hämmerchen hin. Oh! Nightblade, als Finisher. Wenn du einen Gegner auf 3 HP runter hast, dann kannst du einen Nightblade machen. Jetzt. Oh, jetzt kommt die Raid Leader Stone Dust. Auch wieder ein 2er Charge. Das ist schon der. Und wenn das. Ja, wird nicht bleiben. Wird es aber hart vom Stoneberg Kommando gecountert. Schade, wenn er ein Mana mehr hätte, wäre das wieder ein 2-2 und könnte den 4-2 ausschalten. Das ist schade. Blessing of Might ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Ich wäre tatsächlich einfach vielleicht damit dann ins Gesicht gegangen, weil, wenn noch ein zweiter Stormpile-Kommando da wäre, was wir wissen, dass es ist, dann wäre das natürlich auch wieder ein Problem gewesen. Ja, also Summon, ne? Was anderes gibt's ja glaube ich nicht. Oh, klar. Ja, kann er jetzt natürlich Blessing of Might auf die. Ah, er lässt ihn liegen, okay. Champion gegen Stummen Champion Action. Und dann hole ich auch mir einen Nightblade. Okay, er geht nicht für den Dragon Trade, er versucht den besseren rauszuholen. Aber er weiß nicht, dass sein Gegner hat noch einen zweiten Stormpike-Kommando. Oh, aber er heilt ihn. Achso, er heilt ihn. Na gut, dann ist das. Aber jetzt kann er hier mega charged raushauen, weißt du, und dann mit Blessing of Might den Trade machen. Oh. Und dann mit dem Stormpike. Ja, das geht natürlich auch. Das ist halt, krass. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Und damit. Gut, jetzt kann er seinerseits wieder einen Charge und die Stormmännchen mitmachen. Joach. Und
Wo riskiert das jetzt denn, den Rekruten zu machen? Die letzten Reserven werden jetzt hier rausgehauen, ne? Und den kann er mobilisiert quasi mit Stormy Knight eigentlich traden. Also, ich habe jetzt mal gehört, Trade sagt man nur, wenn beide Minions sterben. Ist das denn so? Dann ist, ja, war das jetzt kein Trade quasi, sondern ein... Wie nennt man das dann? Ein Freebie, okay, nennt man das dann. So, und da kommt wieder ein Storm. Oh, Stompike gegen Stompike. Bam! Ja. So, beide sind vom Leben ausgeglichen, aber Unoelf hat mal ein paar Karten und... Oh, oh, oh. Der Mega-Top-Deck. Mega-Top-Deck, ja. Und dann kann er nächste Runde auch so einen dicken Lord of the Arena rauslegen, wo dann erstmal vorbeigekommen werden muss. Oh, Life Justice ist jetzt... 4 Aufladungen, mein Lord of the Arena hat mich 5 HP. Und den Lord of the Arena kann auch heilen. 6. Ich glaube, das wird ein Sieg für Unoelf. Ja, ich will mir jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich wüsste nicht, was da noch kommen soll. Das ist wieder aufheb. Und damit, das sorgt dann ein bisschen für Spannung, wenn man davon überhaupt schon sprechen kann, nach schon 2, 3 Spieltagen. Aber somit sind die... Oh ja, das ist fair, dem Champion noch ein Hand of Protection. Ja. Ja. Wie gesagt, damit sind zwei der Top-Favoriten gestrauchelt in diesem Spieltag. Und dann, ja, sorgt das für ein bisschen Spannung. Es sind jetzt... Ja, Glückwunsch an Unoelf für diesen glorreichen Sieg. Ja, jetzt können wir ja noch schnell hier in der Aufnahme mal kurz... wer hat denn jetzt schon... Wer hat jetzt 3 Siege an diesem Spieltag? Also den dritten Sieg eingefahren sozusagen. Das bist du. Das Krümelmonster quasi. Und Snippo und Moritz. Die drei sind jetzt dann an der Spitze. Also dann müsst ihr in Zukunft den Favoritenkreis von quasi der Hälfte aller Spieler auf weniger reduzieren. Ja, wobei man jetzt halt das Spiel nicht wirklich werten darf. Ne? Also Crispy musste ja dann schon noch drin bleiben bei den Fallen. Ja, ich denke auch. War mal unterhaltsam jetzt, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass wir das Spiel in der Form nochmal so sehen. Meinst du, dieser Spielmodus wird sich nicht durchsetzen längerfristig? Ich glaube nicht. Okay. Das ist eine gewagte These, aber der würde ich mich trotzdem einfach mal anschließen. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir wieder so ein Match in der nächsten Aufnahme. Wir danken auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.